Ich muss sagen, von der Anlage war ich sehr beeindruckt. Und auch die Teilnehmer sind natürlich verschiedene Reiter. Erste Mal in so einem Kurs. Viele sind auch ein bisschen unerfahren und vielleicht auch ein bisschen nervig, dass ein bekannter Reiter da steht und Unterricht zu geben. Und das ist auch normal. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, wir haben beide Tage sehr gut durchgekommen. Ich glaube, Dressur ist eine von den sehr richtigen Sachen für ein Springpferd. Viele Reiter wollen immer zu Hause stark hochspringen, aber das haben wir heute hier und gestern auch gemacht. Nicht ganz viel so hoch gesprungen. Ist mehr, dass der Reiter richtige Kontrolle über die Pferde haben. Und dann auch, wenn man dann irgendwo was mal schief geht, dann kommt das Vertrauen noch immer schnell zurück und dann kommt das Erfolg auch zurück. Okay, da haben die den ganz schwierigen Sport erzogen. Wir verlieren natürlich viel öfter, dann die gewinnen können. Und wenn man mal gewinnt, muss man da den Spaß von einsehen und von genießen. Und wenn man einen Fehler hat im Parcours, das sehe ich ganz viel mit jungen Reitern, dann ist die Schuld immer das Pferd. Aber da muss ich selber auch mal im Spiegel gucken.